Hallo ihr Lieben, wie ihr es am Titel vielleicht schon sehen könnt, habe ich ein Candy-Craft-Swap-Tausch-Dingsbums mit der lieben Gabi gemacht. Und ja, was ist das eigentlich? Also wir haben quasi unsere Lieblingssüßigkeiten ausgewählt, schön verpackt und uns die dann zugeschickt. Ein paar andere Leute haben da auch mitgemacht, also die haben ja auch so einen Tausch quasi mit der lieben Gabi gemacht. Und vielleicht habt ihr das dann auch schon gesehen. Die haben, glaube ich, alle größtenteils ihre Videos schon abgedreht. Ich bin etwas spät dran. Ja, aber ich war viel unterwegs gewesen die letzten Tage. So, ich habe das jetzt einfach schon mal geöffnet. Und wie ihr seht, hat sie das total schön eingepackt. Hier mit so Krepppapier in so einem schönen Fliederton, würde ich sagen. Und hier ist noch so ein Bonbon drauf, passend zum Thema. Bitte vorsichtig öffnen. Machen wir natürlich. Ui, und das sieht auf jeden Fall schon total schön aus. Hier haben wir eine kleine Botschaft. Huhu, liebe Rina, ich freue mich sehr, dass du bei meiner Crafty Candy Swap Aktion mitmachst. Ich wünsche dir nun ganz viel Spaß beim Auspacken und einen guten Hunger beim Probieren der süßen Sachen. Hoffentlich schmecken dir meine Lieblingssüßigkeiten. Na, da bin ich ja auch schon mal gespannt. Das ist ja cool, das ist beidseitiges Geschenkpapier, seht ihr das? Da seht ihr nun die schöne Verpackung. Das ist echt total schön. Hier ist ihr Logo drauf. Und wenn man es umdreht, wow, das sieht ja cool aus. Das erinnert mich total an Mulan gerade irgendwie. Oder ist das Mulan? Ich weiß nicht, irgendwie erinnert mich die gerade voll daran. Die hat sie so, ja, kleine Steinchen als Ohrringe benutzt und wieder so wunderschöne Blüten gezaubert. Total toll. Wahnsinn, die sieht echt toll aus, liebe Gabi. Dankeschön, da hast du dir ja total viel Mühe gegeben. Richtig toll. Und das hast du mit Copics koloriert, oder? Richtig cool. Dankeschön. Wahnsinn. Ja, und hier oben klebt noch ein Schleifchen. Jetzt seht ihr es besser, ne? Ich kann ja auch mal rauszoomen, vielleicht. Ist das denn etwas besser? Genau, dann seht ihr die schöne Verpackung nochmal im Ganzen. Ja, dann werden wir da mal reingucken. Bin schon total gespannt, was da alles drin ist. Ich habe ja noch überhaupt keine Ahnung. Wir können ja schon mal ein bisschen reinluschern. Dann ziehe ich mal das erste raus. Ah, da haben wir Esspapier. Ja, das hattest du mir schon mal geschickt, aber ich glaube, das war letztes Mal eine andere Geschmacksrichtung. Dieses Mal haben wir Erdbeergeschmack. Dann haben wir, oh, die liebe ich ja auch total. Kinder Bueno. Die sind auf jeden Fall richtig lecker. Dann, ah, die kenne ich auch. Oh ja. Fritt, das sind so, ja, kennt ihr bestimmt alle, so Kaubonbons. Ein bisschen wie Mau am. Dann haben wir einen Lutscher. Ja, naja. Esse ich vielleicht zwischendurch auch mal, aber ist jetzt nicht so hundertprozentig meins. Und, ui. Ja, wir haben übrigens uns so ein Limit gesetzt mit 7 Sachen, glaube ich. Da haben wir Ballisto. Die mag ich auch ganz gerne. Was ist denn das eigentlich für eine Sorte? Steht das da drauf? Nee, steht nicht drauf, aber ich weiß ich nicht. Ich glaube Waldbeere oder so, kann das sein?
Dann haben wir so Kaugummi, so unter Kinder-Kaugummi, sage ich mal. Naja, weiß ich nicht, muss ich probieren. Und ja, nochmal so ein Kaubonbon. Genau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, 7 Sachen war unser Limit gewesen. Das war alles hier drin. Dann haben wir hier noch so ein kleines Extra-Päckchen. Da steht drauf, dieses kleine Frühstück musste einfach noch mit. Ja, was wird das? Frühstück? Also zum Frühstück weiß ich nicht. Die Form erinnert mich so ein bisschen an diese Mini-Packungen mit den Cornflakes. Könnte vielleicht sein, dass du da sowas reingepackt hast. Aber wir gucken einfach mal rein. Oh ja, und ich glaube, ich hatte recht. Ja, cool. Und mit Panda drauf. Also auf die bin ich schon total gespannt, weil die kenne ich noch nicht. Die sehen aber echt lecker aus. Schokodinger mag ich sehr, sehr gerne. Ja, cool. Dankeschön. Seht ihr nun die ganzen Sachen, die da drin waren und die schöne Verpackung. Also die gefällt mir echt wahnsinnig gut. Da hast du dir echt total viel Mühe mitgegeben. Und ich wollte eigentlich schon wieder so ein Let's Eat mit meinem Freund machen. Einige hatten sich ja auch eine Fortsetzung gewünscht und ich finde es einfach auch zu zweit lustiger. Und ja, die Süßigkeiten wollen ja auch getestet werden, ne? Und mit dem Bonbon muss ich mal gucken. Ja, na okay, das kann man ja hier irgendwie auseinanderschneiden, denke ich mal. Das wird schon gehen. Und auf die Cornflakes bin ich auch schon total gespannt. Die sehen echt lecker aus. So, da sind wir jetzt mit dem Let's Eat. Und ja, wir probieren als erstes da diese, wie heißen die? Schoko-Hoops? Also mit wir bin ich gemeint. Hallo? Ja, du hast ja noch gar nicht Hallo gesagt. Du hast einfach losgeredet. Fängt ja schon toll an hier. Ja, Schoko-Hoops. Du kannst ja da mal so eine Schere rausholen. Ja, also die sehen wie auf dem Bild aus. Das sind so kleine Kringelchen, würde ich sagen. Sieht man das? Ja. Machen wir bei dir auch ein paar rein. Kennst du die schon? Nee. Nur die bunten. Stimmt. Aber die heißen anders, ne? Fruit Loops oder so. Ja, stimmt. Ja, dann wollen wir mal testen. Die Milch wird auch schon gleich schokoladig. Ist aber lecker. Sehr schokoladig. Die erinnern so ein bisschen an, na, an diese Schokoflocken, oder diese Hunden oder was? Ja, oder diese Hasenkegelchen da. Hasenkegelchen? Na, lecker! Hasenkegelchen. Es gibt da so einen komischen Komplex, die so aussehen wie diese kleinen Hasenkegelchen. An die erinnern mich die so ein bisschen. So, such mal das nächste aus. Na, ja, halt, was ist du? Steht denn drauf, was sie für eine Sorte ist, oder? Nee, leider nicht. Habe ich vorhin schon geguckt. Aber ich glaube, es ist Waldbeere. Würde ich jetzt mal so, weiß ich nicht, raten. Zack. Ja, es ist dieses typische Malisto. Unten Keks, oben so ein Creme-Zeugs und dann irgendwelche Früchte drin, würde ich sagen. Hm.
Ja, mein Fall ist es nicht. Doch, ich mag bald das so eine Pflanzschale. Wobei ich die Sorte, glaube ich, auch noch nicht hatte. Was nehmen wir als nächstes? Nochmal Esspapier. Ups. Ja, hatten wir letztes Mal schon gehabt. Aber ich glaube, eine andere Sorte, ne? Waldbeere, ne? Waldmeister. Waldmeister? Ja, irgendwas Grünes, glaube ich, mit Star Wars. Und jetzt haben wir hier Erdbeeren. Na denn? Krümel mal nicht den Boden voll. Ja. Schmeckt halt wie Esspapier. Schmeckt halt wie Esspapier, genau. So ein bisschen nach nichts. Na, leicht angehaucht Erdbeere. Finde ich. Weiß nicht, ich finde, es riecht, schmeckt nach irgendwie gar nichts. Riecht auch nicht stark nach Erdbeere. Ja, kannst du dann wieder haben. Ja, danke schön. Knack, knack, knack. Der Hund ist ja auch schon mittendrin. Nun, Kina, für dich ist nichts dabei. Nächstes. Fried. Frit heißt das, oder? Frit. Frit. Wird mal dank Zitrone, wa? Sieht so aus, du musst es weiter weghalten, sonst sieht man nichts. Ach so. Und so ganz, ganz fachmännisch hier die Hand dahinter. Auch noch. Ja, aber sieht nach Zitrone aus, würde ich auch sagen. Auch nach Zitrone. Riecht nach Zitrone und schmeckt nach Zitrone. Das ist schon mal gut. Ja. Anders wäre schlimmer. Doch, ich mag Frucht ganz gerne. Was sagst du? Ich zwischendurch ganz in Ordnung. Ist ein bisschen härter als diese typischen Mau-Am-Dinger. Aber lecker. Guck mal, ich glaube, Gabi mag Zitrone, weil hier bei dem anderen ist auch Zitrone bei. Ich muss mal wieder durchschneiden. Schwierig wird es denn nur beim Lolli. Ich hätte mal ein anderes Messer nehmen sollen. So, sehr klebrig diese Angelegenheit hier. Das ist von Hitschler. Hitschler Softie. An mir hat es Fritt besser geschmeckt. Ja. Dir auch? Noch fester als der Fritt. Und schmeckt nicht so doll nach Zitronen. Schmeckt irgendwie noch künstlicher, finde ich. Mein Bueno von Kinder. Kinder Bueno, du hältst das gar nicht rein. Achso, so, jetzt? Ja, jetzt sieht Kinder Bueno. Du kannst es mal öffnen und zerteilen. Aber ich glaube, das kennen so ziemlich alle, ne? Lecker da mit dieser Creme innen drin und so Waffeln, ne? Und außenrum Schoko. Lecker. Aber die Kindersüßigkeiten sind sowieso mit Abstand die besten.
glaube, dafür wird man nie zu alt. Tja, naja, okay, Lolli, weiß ich nicht, müssen wir den unbedingt probieren? Hm. Ich glaube, kennen wir alle, oder? Vielleicht, wenn einer lutscht. Ja. Probier du den mal. Dann mache ich hier schon mal diese Kaugummis. Kaugummis sind das, glaube ich. Auch von Hitchler. Ach, hier, bitte. Ich würde gerne einen Kaugummi haben. Achso. Aber dann hast du den Kaugummi im Mund und kannst den Lolli nicht mehr essen. Nein. Ich glaube, den Lolli braucht eine Weile länger als für den Kaugummi, den ich meine. So. Rot, orange oder gelb? 1, 2 oder 3? Ich nehme rosa. Meine ich doch. Ah, ganz schön hart. Gut, dass man also Jungs eine gute Zähne haben. Die erinnern mich an die Kaugummis von früher, die in diesen Automaten immer drin waren. Und wo man immer Spielzeug haben wollte und dann kam nur so ein blöder Kaugummi raus. Ja, die sind in Ordnung. Mal schnell aufgegessen. Mhm. Kauen ist nicht viel. Ja, die lösen sich so auf, stimmt. Ja, gruselig. Der Lutscher. Wir haben alle Geschmacksrichtungen drin, die es geben kann. Mhm. Und? Lecker. Na, siehst du. Und was war dein Favorit? Esspapier. Wie immer. Kinder Bueno. Mhm. Und die Cornflakes. Also mein Favorit war auch so das Schokoladige. Die Cornflakes und Kinder Bueno. Das andere, ja, kann man so zwischendurch mal essen, Ballisto oder Fritt oder so. Na, hier die beiden Sachen waren nicht so mein Fall. Und die Kaugummis, naja, die muss ich auch nicht immer haben. Ja, aber ansonsten gut. Was machst du denn da? Aufgelöste Cornflakes mit Lutscher zusammen? Naja, muss da alles alle werden. Ja, wir werden uns jetzt ein restliches einverleiben. Genau. Danke erstmal für diesen kleinen Snack. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Gabi, fürs Aussuchen und fürs Zuschicken. War wieder sehr, sehr lustig und interessant. Wobei ich das meiste natürlich schon kannte, aber die werde ich mir auf jeden Fall merken. Ich glaube, es sieht nach Lidl aus, oder? Die Eigenmarke von Lidl. Ja, ich verabschiede mich. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Mhm. Oh. Tschüss. Mhm.